So, meine Freunde, und willkommen zu einem weiteren Part Pokémon Omega Rubin. Wir sind hier am Baden, beziehungsweise am Schnellbootfahren. Ja, Leute, der Gag wird nie langweilig. Und wir finden hier einen Eisheiler in der heißen Quelle, wie uns gerade schon unser Detektor gezeigt hat. Und wir sind in Bad Lavastadt im letzten Part angekommen. Und wir haben hier ein heißes Bad genommen, sind schön abgekühlt. Ah, gerade im Winter. Ist immer schön, ein heißes Bad zu nehmen. Und ja, ich würde sagen, haben wir unser Team aufgeheilt? Yes, man! Unser Team ist vollkommen aufgeheilt! Klasse Sache. Und wir wollen heute die Arena stürmen von dieser Stadt. Und zwar ist hier die gute Flavia der Arenaleiter, oder zumindest die Arenaleiterin. Und ich glaube, hier war noch ein Item, oder? War hier noch ein Item? Nö, gar nichts. Früher konnte man sich hier reinlegen, so wirklich. Kann man das auch noch? Ich habe hier ein Ei! Ich dachte, ich könnte es ausbrüten, indem es in den Sand... heißt, wir können verbringen, offensichtlich nicht. Siehst du das Ei jetzt? Ja, ich will es haben! Leute, wann kriegt man hier denn ein Ei? Das wusste ich ja gar nicht. Ist ja mega awesome. Oh, das muss ich jetzt hinkriegen, ey. Oh, ich will das Ei haben. Von wem verabschieden wir uns jetzt erstmal? Ich würde sagen, wir nehmen jetzt erstmal raus... Darky ist zu OP, oder? 29. Nee, ich noch. Nee, wir brauchen Sumpack später. Bei Mega-Entwicklung und sowas ist mega awesome. Ich würde sagen, wir packen erstmal Metang raus. Metang ist eh zu OP gerade für uns alle. Und ich will den Arena-Kampf ohne Metang schaffen. Das ist so ein Ziel, was ich mir gesetzt habe, okay? Von daher, fair play, Leute. Und wir kriegen ein Ei. Gib her, komm, gib. Ach stimmt, hier kommt man ein Isso-Ei, stimmt's? Isso. Yeah, guys, Isso, Alter. Voll gut. So, wir machen die Tür auf. Der Ball kommt rein, das kann doch nur der Zero sein. Haha, was geht ab, Dude? Na, wie sieht's aus, Zero? Auf dem Weg zum Champ! Flavia, die Arena drin von Bad Lavastadt, setzt Feuer-Pokémon ein. Ihre Leidenschaft für Pokémon brennt heißer und stärker als ein Vulkan. Komm mir nicht zu nah, sonst verbrennst du dich. Lösch ihr Feuer stattdessen mit Wasser. Hals- und Beinbruch. Was? Ich will mir nicht den Hals oder Bein brechen. Verdammt! Shazam! Und schon bin ich unten. Und? Was ist das denn, ey? Voll die... Damals war das einfach nur alles voller Dampf und man ist in Löcher reingefallen und jetzt... Mega heftige Animation, wie man so in die Tiefe fällt, ey. Mega epic. So, und hoch da die Tassen hier. Komm. Woohoo. Hochgejettet. Das geht ab, Dude. Aua, aua. Mensch, ist das heiß. Was ist heiß? Oh, Hitzkopf Hendrik. Mit einem Come-up. Voll süß das Ding. Kirana, go! Und Bedroher. Ha, trifft Kamaup. Und wir setzen Drachenwut ein. Feuer frei! Bam! Oh, das wird ein Zuhild. Flammensturm. Okay, er brennt wieder aus seinem Höcker. Eine Explosion, die uns aber nichts antun kann, da wir von Typ Wasserflug sind. Flug in dem Falle voll irrelevant, aber Wasser in dem Falle relevant. Der einfach sagt, nö, das macht keinen Schaden, mein Freund. Das macht keinen Schaden. Mr. Eyeliner, come up. So. Und es kommt ein Schneckmark. Da setzen wir mal ganz kurz, ich würde sagen... Maren, komm Maren. You can do it, you can do it. You can win, guy. Or a girl. You can win, girl. So, Schneckmark, Feuer-Pokémon. Deswegen greifen wir da schön auf Intensität. Schöner Move. 6. Ah, das sollte vielleicht die Hälfte machen. Obwohl, Stab sehr effektiv. Vielleicht sogar... Ja, wollte gerade sagen, in Gelben vielleicht sogar. Einer schon. Das macht uns nicht ganz so viel. Von daher, Intensität. Und das war's, wenn die Schnecken mag. Du kleiner Schleimer, du! Gekillt. Schade, mein Freund. Und 46 Punkte, so waren es. Und Hitzkopf wurde besiegt. Ja, mir ist der ganze Schweiß in die Augen gelaufen. Ihh, bist du eklig. Dusch dich mal, mein Freund. Geh in die heißen Quellen rein und schwitz dort ein bisschen. Oh, heiße Quellen, Saunas. Als ich damals noch trainieren war, bin ich danach auch mal in die Sauna gegangen. Ey. Oh, das war so geil damals. Wer bist du denn? Ich habe schon zu lange heiß gebadet. Lass uns endlich kämpfen. Oder man geht hier einfach ins Wasser.
Auch eine Möglichkeit. Ninja-Junge Tello mit einem Smogon. Warum ist der in einer Feuerarena? Der ist ja einfach random reingeraten, bestimmt, ey. Bedroher, jawollo. Damit ist der Angriff ein bisschen geschwächt von Smogon. Und wir machen Drachenwut. Rage. Flammenwurf, Smogon, was? Okay, ich habe mit allem gerechnet, aber nicht mit sowas. Kleiner Smoker-Duell. Und auf Wiedersehen, Smogon. Kleines atomares Experiment, ey. Und Darky ist Level 30 schon, ey. Darky, du Junge, rastest ja richtig aus. Gut, Leute, ich würde sagen, wir packen mal ein anderes Pokémon nach vorne. Ich hatte damals bei Flavia immer schon die letzte weiterentwickelte Form von einem Pokémon. Kann ich mich noch gut daran erinnern, das war immer so mein Zeichen. Nach der vierten Arena oder bei der vierten Arena sollte ich immer die letzte entwickelte Form des Starters haben. Im Let's Play ist das nicht so, da trainiere ich ja 6 Pokémon, von daher ist das... Oh, hallo, Anfang. Wie wäre ich denn am Anfang, ne? Verdammt! Whee! Und es geht wieder zurück. So, wieder hoch hier. Das war meiner Ansicht nach der richtige Weg zur Zeit, oder? Hä? Wo zur gottverdammten Welt sind wir? Ich habe überhaupt keinen Plan. Jetzt sind wir eigentlich wieder in der Mitte, oder? Wenn wir hier hochgehen, sind wir in der Sackgasse wieder. So müsste es sein. Nein, doch nicht. Ich habe alles richtig gemacht. Cool. Hi, Dude. Ich will kämpfen. Hallo. Danke, dass du mal stehen bleibst. Ich versuche, hier Stress aufzubauen. Was fällt dir also ein, mich zu stören? Calm down, Dude. Calm down, please. So, Hitzkopf Hagen. Mit einem Schneckmark. Ich habe es schon erraten, sozusagen. Marin könnte das schaffen. Level 22 wäre ganz gut. Los, mach ihn jetzt 10. Nein, 7 wieder. Sie ist noch schüchtern. Sie muss sich erstmal daran gewöhnen, so ein bisschen so heftige Angriffe zu machen. Einer schon. Alle wollen sie verbrennen, ey. Heftige Kacke. Komm, normal Intensitäten, das war's jetzt. 7. Nein, sie will nicht mehr als 7. Sie ist okay, aber 7 ist okay. 11 wäre natürlich mega, aber wer weiß, vielleicht spart sich das ja für die Arena-Leiterin auf. Abwarten, Leute. 22. Klasse Sache. Gut Angriff hoch, das freut mich. Flammensturm, endlich können wir unseren Höcker zum Brennen bringen. Wie viel macht das? Okay. 80 Schaden, das ist echt brutal. Glut, Sach, auf Wiedersehen. Hallo, Flammensturm. Finde ich gut Sache, dass man jetzt Flammensturm zwischen Glut und sowas hat und nicht gleich Flammenwurf. Weil Flammenwurf ist meiner Ansicht nach ein bisschen OP. 95 Schaden, kann verbrennen. Von daher ziemlich stark. So, hier haben wir noch... Das sieht geil aus, oder? Mit den Kirschblüten hier. Oder sind das solche Armhornblüten? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber sieht auf jeden Fall cool aus. Also gut, ich werde dir den Gefallen tun und gegen dich antreten. Du gegen mich, Girl? Chantal mit Medite. Okay, Medite. Zeig mal, aus welchen Pampers du geschnitzt bist. Wir haben nicht das beste Matchup jetzt mit Maren. Deswegen werde ich mal ganz kurz einen Supertrank nehmen und Maren aufheilen. Let's heal it. Klasse. Meditation. Okay. Du willst auch so auf Detour spüren. Flammensturm! Wieder Meditation. Hört ihr das? Düdüm. Das hört sich irgendwie cool an. So, Angriff steigt, aber Flammensturm ist stark. Und wir haben den Burn Hex. Das heißt, deine ganze Meditation war am Arsch, weil Verbrennung, ja, wie ihr wisst, den Angriff durch 2 senkt den physischen. Und da er sich den hochgeboostet hat, war es ganz umsonst. Jetzt hat er nur eine Meditation plus gemacht und er kriegt jede Runde Schaden. Intensität 8. Boots, Junge. Guter Schaden in der Burn. Mach den Rest, von daher super duper Taktik von mir. Und das Spiel ist hängen geblieben, oder? Nein, irgendwie doch nicht. Das war gerade so leicht... Psychoklinge von Esker, was? Ich hoffe, die Aufnahme ist jetzt nicht irgendwie asynchron geworden. Also irgendwie hat es kurz gelaggt, oder? Oder... Keine Ahnung, was da los war. Auf jeden Fall geht es jetzt wieder. Wenn es irgendwie was passiert ist, dann werde ich es wahrscheinlich anpassen, Leute. Also keine Sorge. So, wir haben sie besiegt und wir gehen hier hoch. Ne, runter fallen wir, ne? Wow, genau! Und wir sind wo jetzt? Normalerweise sollten wir, wenn wir hier hochgehen, bei Flavia sein, oder? I'm not sure, yo.
We're going high to the sky. Und nein, wir haben sie knapp verfehlt. Ah, wir wollen nochmal einen Trainerkampf machen. Kann der Pokémon-Team die Hitze meiner Pokémon wegstecken? Herr Ast-Trainer, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Von daher finden wir es heraus. Der Ast-Trainer sieht cool aus, dieser Gen. Schnackmark. Let's go. Okay, wir sind wieder voll geheilt von der Identität klärt. 7. Okay, 7 ist okay. Mich wundert, dass wir schneller sind als Schnackmark. Hitzekoller, was? 140er Move, den nur die Arena drin normalerweise kann. Ah! Und den Spezialangriff stark schwächt. Aber wir kriegen den 9 jetzt schon. Wenn du die vorher gemacht hättest, hättest du den Hitzekoller nicht abbekommen, Maren. Von daher, pretty bad. Und wir kriegen ein paar Erfahrungspunkte. Und Kecleon, okay, damit habe ich nicht gerechnet. Da wechseln wir lieber aus. Auf Zanger! XX! Da haben wir Kecleon, das schöne Poke. Ich würde sagen, wir machen erst Felsgrab, damit es von Typ Gestein wird. Und dann machen wir eine Laubklinge, damit es sehr effektiv ist und wir das Ding wegstecken können, beziehungsweise töten können. Und wir haben einen Initiativdrop. Feuerschlag. Oh no! Böse Idee! Oh, Volltreffer, das war so klar, dass er crittet. Schade, er ist Typ Gestein, das heißt, wir können logischerweise jetzt, wenn wir mit Maren schneller sind, soll ich es probieren? Ich weiß es nicht. Darky setzen wir ein, wir machen es safe, Leute. Ich habe Angst, da kaum auch zu verlieren. Ich habe auch nicht die Welt am Beleber, von daher, Aquaknarre! Sehr effektiv, macht gut Schaden. Und Fahrwechsel macht es zum Typ Wasser. Schlitzer. Macht uns nichts, von daher hauen wir mal Steinhagel hinterher. Hoffentlich trifft es. Jawollo! Bam! Und das war's. Und 800 Points für uns. Und der Gute wurde besiegt. Die Hitze war nicht ausreichend. Seems legit, my friend. Seems legit. So, und hoch da die Tassen. Whoops! So, runter die Tassen, Hilfe! Clam. Und Ninja! Ha! Das war unachtsam von dir! Jetzt wirst du die große Mühe haben, meine Ninja-Kunst in Tarnung im Dampf zu durchschauen. Okay. Ich hab schon Angst, Herr Raphael. Smogon. Okay, ein Config. Können wir das besiegen? Ich hoffe doch! Ich glaube nicht. Das hat zu gute der Fährte. Setzen erst ein. Und ich werde mit dem angeschlagenen Team, Leute, gleich den Arena-Kampf durchführen. Ja, ihr habt richtig gehört. Ich werde es probieren. Schlammbad. Geh weg. Ziehstrahl, Psycho-Klinge. Wie sieht das denn aus hier in der Gen? Schon geil. Flammenwurf. Flamethrower. Oh Gott. Genau auf den heißen Löffel. Von daher hauen wir ihn weg mit dem heißen Löffel. Shazam. Schade, mein Freund. Und das war's schon mit dem Ninja-Jung. Haha, schade, mein Freund. Und wir gehen zu Flavia nach oben, würde ich sagen. Los, Son Goku-Style. Momentane Teleportation. Whoops. Und zack, sind wir oben. Ach, fuck. Nein, wir können nicht. Das ist nur die Aussichtsplattform zum Trollen. Scheiße, Alter. Trollen die uns hier eiskalt, ey. Scheiße. Das heißt, wir müssen noch einmal nach unten. Oh, verdammt, ey. Da haben die uns jetzt aber an der Nase herumgeführt, ey. Das heißt, wir müssen hier rein. Oder? Hier rein und dann hier rüber normalerweise, wenn wir hier rüber kommen. Aber hier ist es wieder eine Sackgasse. Diese Arena ist verzwickt. Gibt es noch einen anderen Weg? Wir gehen mal hier lang. Plopp. Oh, hier waren wir schon überall. Wir müssen irgendwie da rüberkommen. Hallo, Anfangspassage. Nein, ich werde mein Team nicht aufheilen, Leute. Wir bleiben bei unserem Team, bis jetzt ist. Ich glaube, beim Ast-Trainer oben gab es noch eine Möglichkeit, irgendwo hinzugehen. Ich glaube, das haben wir falsch gemacht jetzt.
Ja. Hundertprozentig. Wir müssen wieder zum Ast-Trainer hin. Weil ganz umsonst steht er da sicher nicht. Ich habe jetzt gedacht, wir gehen zum Ast-Trainer, dann gehen wir nach unten und dann können wir nach links, sodass wir dann bei Flavia sind. Von daher kosten wir mal. Gucken wir mal nach. So, so sind wir wieder beim Ast-Trainer. Wir sollten jetzt hier unten noch ein Tor. Genau, hier ist noch ein Porter. Den meinte ich. Und dann können wir nach unten, dann können wir nach links gehen, dann können wir nach oben und dann sind wir da. Outplayed. Aber vorher kommt noch ein Hitzkopf. So, Chef, wie du aussiehst, willst du doch sicher ein Weilchen im heißen Wasser hier ausruhen, oder? Aber du solltest wissen, dass es für einen Trainer sehr wichtig ist, was auch mal hinten anzustellen zu können. Was denn zum Beispiel? Was soll ich hinten anstellen? Meine Let's Plays? Hartmann. Hartmann mit Kamaup. Ist jetzt Kamaup gegen Kamaup? Und uns ist es nicht aufgehalten, gegen dazu seins. Tatsache. Tatsache. Sollten wir es probieren? Wir probieren es. Intensität! Hitzekolle. Oh, fuck. Wir haben verloren. Ja. Der Move war zu strong, ey. Der war zu strong. Nicht too strong, sondern zu strong. Wir sind Dinglish Partner, Martner, Advas. Wir sind Dinglish Experten, Leute. Bedroher von Kirana. Bedroht das Kamaup. Aber, Leute, da das Ding jetzt eh warten muss, beziehungsweise warten, was heißt warten, da es eher einen schlechten Spezialangriff hat, setzen wir jetzt nochmal gleich Maren ein. Wir machen sie schon mal ready, wir setzen den Beleber ein. Hitzekoller nochmal, Alter, ist das dein Ernst? Doppelter Hitzekoller. Krasser Typ, ey. So, wir heilen sie schon mal auf. Mit einem... Ich hab gleich so viel Tränke, ey. Ich muss aufpassen auf den Arena-Attack-Kampf gleich. Ich habe mir keine Tränke mehr, ey. Es kommt noch ein Hitzekoller hinterher. Okay. Aber ihr seht schon, das macht gar nichts mehr. Er macht nur noch Hitzekoller. Sie hat keinen Angriff mehr. Wir switchen aus und machen Intensitäten. Das war's. Und wir werden die Attacke sogar like a Boss, Alter. Erdkräfte? Sollte aber auch nicht so viel Schaden machen. Ist speziell. Oder? Ist es doch speziell, oder? Ich meine schon. Und Mare macht nur eine 6. Nein! Oh Mann, da wäre es ein Special Death Drop haben, wenn wir jetzt sterben mit dem nächsten Angriff. Das ist schade. Oh Mann, ich muss schon wieder wechseln. Aber so ist es nun mal, Leute. Wenn die Pokémon des Gegners stärker sind, muss man eben sowas machen. Ist nun mal so. Was soll man sonst machen? Nothing! Ist aber so. Von daher. Und jetzt macht er wieder Hitzekoller. Ja, nee, ist klar, Junge! Chill mal dein Leben, Alter. Dragon Boot. Feuer frei. Auf Wiedersehen. Und da, fast Level 26. Aber doch Level 23 für Maren. Das ist vielleicht ganz ausschlaggebend vom Initiativwert her. Von daher gucken wir mal, wie es jetzt gleich läuft gegen Flavia. Flavia, unser Gyarados hat ja auch nicht Gyros hier gerade verteilt und Drachenwut und sonstiges. Von daher hoffe ich unser Bestes hier. So, Beutel. Haben wir noch irgendwelche Items, die wir benutzen können? Beeren, 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 Beeren. Welche Items hier? Simsalanit, ganz klar. Energietraut, Schloss, Dolosnit. Schattenglas, das könnten wir eigentlich unserem toten Pokémon geben. Hat einen hohen Wert. Kometstück, was ist das? Hat einen großen Wert wieder, okay. Bringt uns gerade nicht so viel. Irgendeine TM, die wir noch erlernen können? Irgendeine coole TM? Voltwechsel kann wieder keiner erlernen. Geheimpower. Oh ja, ist ja cool. Doppelteam, Schaufler. Schaufler wäre ganz gut, ne? Einäschern. Ich glaube, Leute, wir geben Schaufler mal der guten Maren. Warum nicht? Kann sich ein bisschen in die Erde rumwühlen da, ey. Ich glaube, das wäre auch ganz gut, wenn wir das Darky geben, ne? Das ist ein physischer Boden-Move. Und Darky ist im Physischen besser als im Speziellen. Von daher wäre das eigentlich gar nicht mal so dumm. Von daher machen wir es auch mal. Darky, lernt Schaufler. Können wir irgendwie Lehmschuss oder Schlammbombe wegmachen, glaube ich. Moment, was macht, was ist besser? Initiativwerten, das macht Genauigkeit, ne?
Ja, wir machen Schlammbombe weg. Da ist mir die Initiative einfach wichtiger. Und Lehmschuss trifft öfter. Von daher viel besser. So, wir haben noch ein paar Beeren. Sinelbeere können wir nochmal der guten Maren geben, damit sie vielleicht einen Angriff überlebt. Und wir heilen uns noch ganz kurz auf. Und dann geht's schon los, Leute, ins Gefecht gegen die gute Flavia. Ja, das wird alles noch in diesem Part passieren. Hoffe, ihr freut euch drüber. Und wir heilen nochmal unser Kadabra auf. Und der Rest bleibt so, wie es ist. Wie gesagt, ich will wirklich alles geben hier. Los, Flavia, let's battle! Das sieht echt cool aus, wie sie steht mit den ganzen Lampen und Büschen. Und ich finde das recht geil gemacht, ey. Oh, Flavia ist heiß. Hallöchen! Ah, ich meine natürlich. Ja, da bist du endlich. Dachte schon, du winst nicht, schaffst es nie mehr. Meine bescheidene Aufgabe besteht darin, ich meine natürlich, mein Name ist Flavia. Merke dir gefälligst, ich bin ein Diarilla drin, kapiert? Ich rate dir, mich nicht zu unterschätzen, nur weil ich noch nicht lange Arena drin bin. Ich habe nämlich das Talent meines Großvaters geerbt. Dürfte ich dir, ich meine natürlich, jetzt zeige ich dir die heißen Attacken, die wir in dieser Gegend entwickelt und, verfeinert haben, jawohl, ja. Feuer frei! Alter, die ist ja heiß, ey. Oh ja, und wie heiß sie ist. Flavia möchte kämpfen. Und sie setzt Schnackmark ein. Schnackmark. Okay, Schnackmark. Maren, los! Du hast die besten Karten gegen das Pokémon. Also, mach deine Sache gut und zeig ihr mal deinen... Wir sind schneller, ne? Schaufler wäre die beste Möglichkeit. Und auf Wiedersehen. Fupp. Sonntag. Oh, verdammt, jetzt haben wir den Free Move gegeben. Sonntag ist auch gut für uns. Boostet alle Feuerangriffe und macht Wasser unschädlich. Nee, nicht unschädlich, aber schwächer. Schaufler ist ein One-Hit. Schneckmark geht zu Boden. Klasse. Kamaup. Bleiben wir drinnen. Kamaup gegen Kamaup Battle of the Titans, Alter. Und zwar machen wir bei Kamaup jetzt Intensität und hoffen, dass wir eine hohe Erdkräfte... Nein! Du miesers kleines Kamaup, du! Verdammt! Eska, los! Habe ich sie vielleicht doch unterschätzt? Abwarten! Ziehstrahl! Hälfte? Kill sogar! Klasse Sache! Und jetzt sollte ihr Mega-Pokémon kommen, wo ich damals immer Probleme hatte. Silberblick? Nein, du brauchst keinen coolen Blick, Kirana. Kurtel. Das Pokémon, wovor jeder Angst hatte wohl damals. Ziehstrahl los. Wir sind schneller. Aber das Ding hat gute Def-Werte. Fluch, es boostet sich. Wenn deine Spezial-Def nicht hochgeht, haben wir gewonnen. Wir haben gewonnen. Es klingt lame, aber wir haben gewonnen. Ich fühle mich gerade so ein bisschen... Bah. Warum machen wir das? Dark Devil 31. Es ist einfach zu leicht alles. Das nervt mich ein bisschen. Die Arena ist alles zu leicht. Die hätten sie ruhig irgendwie remaken können. Irgendwie bessere Pokémon oder sowas. Aber der vierte Arena-Leiter hat nur 3 Pokémon. Das ist nicht... Eigentlich echt schade. Ja, schade. Und wir kriegen Hitzekoller, was wir bei den Vortrainern mehr gesehen haben als bei ihr, leider. Schade. Die hätte Hitzekoller mit Quotel machen können. Und dann wäre unser Kadabra wenigstens one-hitted worden. Dann wäre das wenigstens cool. Aber so war es ein bisschen lame. Und hoch die Tassen. Naja, Leute, das war's mit Flavia. Und ich weiß nicht, wie lang jetzt der Part ist. Aber ich glaube, wir beenden heute den Part hier. Obwohl, nee, noch nicht, Leute. Ich will euch noch was Cooles zeigen, was wir hier noch kriegen. Denn in der nächsten, also im nächsten Part werden wir... Oh, verdammt. Hi, Flavia. Wir wollten euch mal verspotten, deswegen sind wir noch hinter dir gegangen und haben gesagt, wir haben dich besiegt.
konnte eigentlich die ganze Arena mit Marin machen, aber sie ist dann sofort gestorben durch die scheiß Erdkräfte und das wäre mit Kamaup auch genauso gewesen, von daher, egal. Von daher, ich weiß, man, ich habe es gerade auch gesehen, Leute, man kann hier einfach, ey, man hätte da so runterspringen können, aber Zero Style immer geil, von daher brauchen wir sowas nicht, wir müssen hier nicht runterspringen, wir laufen den normalen Weg. Fuck, das war jetzt nicht mit Absicht. Nein! Oh, Fuyu! Wieder hoch da. Meine Güte, ey. Ich erspare euch hier so einiges, wenn ich das gemacht hätte. Aber egal. Und zwar sollte der gute Briggs jetzt wieder vor uns stehen. Hallo, Briggs. Mein Gott, ich bin Hellseher. Zero, dir geht es also gut. Dann bin ich ja beruhigt. Seit dem Zwischenfall mit Team Irgendwas habe ich mich gefragt, ob du deine Reise planmäßig fortsetzen konntest, weißt du? Wie soll ich sagen, ich habe mir ein bisschen Sorgen um dich gemacht. Was? Du hast danach nochmal gegen diese Leute gekämpft? Und hast gewonnen? Du bist wirklich einfach. Du bist einfach klasse, Zero. Diese funkelnden Steine, die du da hast, ist also der Dieser funkelnde Stein, den du da also hast, ist also der Meteorit, den du von ihnen zurückgeholt hast? Ach ja, das hier sollte ich dir schon vor einer Weile geben. Wüstenglas. Wüstenglas. In den Wüsten, da solltest du auf die Wüste auf Route 111 problemlos, durchqueren können. Da gibt es bestimmt ein paar Pokémon, denen man außerhalb der Wüste nicht begegnet ist. Verlockend, was? Hast du den Arena-Orden von Bad Lavastadt? Oh, dann hast du ja sogar Flavia besiegt, Zero. Dein hartes Training macht sich offenbar bezahlt. Dann ist dein nächstes Reiseziel bestimmt die Arena deines Vaters, Norman in Blütenburg City. Also, ich will auch noch Blütenburg City. Wie sieht's aus? Wollen wir zusammen nach Blütenburg City gehen? Okay. Super, dann mal los! Wäre witzig, wenn wir sofort da wären. Was? Was ist das denn? Da wären wir. Das ist die Arena von Blütenburg City. Ich drück dir die Daumen für den Arena-Kampf. Ich will, dass du gewinnst. Mach's gut. Miep, ich will zurück zu meiner Stadt, hallo? Ich will in die Wüste. Och Mann, oh, was soll das? Warum klicke ich denn ja? Och Mann. Oh, scheiße. Okay, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder in der Arena von Blütenburg City. Haut rein, bis nächsten Part und ciao, euer Zero over and out.